Ja, und herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations. Ich bin der Tom und nach längerer Sendepause geht es sofort jetzt mit einem neuen Game weiter. Ich bedanke mich bei Capcom, dass sie mir dieses Muster zur Verfügung gestellt haben. Und ich freue mich auf Revelations wie ein bunter Hund. Der sechste Teil hat mich, wie soll ich sagen, er hat mich jetzt nicht direkt gelangweilt, aber es war mir doch ein bisschen zu viel Action. Und da dachte ich mir, da gibt es doch ja das schöne Resident Evil Revelations für den 3DS, kam es ja zuerst raus, nur hatte ich zu diesem Zeitpunkt keinen und war ja halt ein bisschen neidisch. Gut, jetzt 24. Mai 2013 war es dann soweit. Revelations hat den Weg auf die anderen Konsolen geschafft. Für Wii U, PC, Xbox 360 und für die PlayStation 3. Und ich muss schon mal vorweg sagen, jawohl, das ist ein Resident Evil nach meinem Geschmack. Es gibt wieder Rätsel, wir müssen Schlüssel suchen, wir laufen durch irgendwelche Gänge, wir erschrecken uns und es sind natürlich wieder viele, viele Monster da. Es sind zwar zum Teil keine Zombies, sondern solche Fischmenschen, sag ich mal. Das sind irgendwelche komischen Kreaturen aus dem Wasser, sind infiziert mit dem T-Abyss-Virus. Und nichtsdestotrotz sehen auch diese sehr schön gruselig aus und es muss ja nicht unbedingt immer gleich ein Zombie sein. So, ich würde es einfach mal sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen rumzocken hier und werde mich ein bisschen blöd anstellen. Okay, los geht's. Auf ein fröhliches Gruseln. Ach so. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das auf der Wii U spiele. Das mit dem Touchscreen werde ich gleich separat nochmal aufnehmen, was man da für Möglichkeiten hat. Erstmal hier. Kommen wir ein bisschen hier zum Spiel, laufen ein bisschen rum und erkunden die Gegend. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Und da haben wir auch schon den ersten. Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Der hat sich erstmal vom Acker gemacht. Und nochmal vorweg, für Leute, die es auch spielen wollen, würde ich einfach mal sagen, abschalten, weil, hier wird wahrscheinlich richtig gespoilert. Aber ich gebe mir Mühe und versuche nicht allzu viel zu zeigen. Da tropft Blut aus den Rohren. Wie gesagt, es ist mal wieder so ein richtiges, Resident Evil nach meinem Geschmack. Wie man sieht, es ist doch schon recht düster hier. Und Schreckmomente gibt es auch. Ich hatte schon ein bisschen vorgespielt gehabt, um mich halt ein bisschen schlau zu machen. Und jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an, damit ich hier halt mal so ein kleines Tom spielt raushauen kann. Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, wenn jemand sich da noch überlegt, ob er sich das kaufen soll, so kann ich beruhigt sagen, ja, kauft es. Oh, RVAGs. Wir müssen hier natürlich auch mal wieder Sachen suchen. Munition wird auch immer knapp. Apropos Munition, da war was. Pistolenmunition. Wir bekommen auch gleich noch so einen Scanner, womit wir die Gegend scannen können. Und dort können wir dann irgendwelche Objekte finden. Aber machen wir es mal hier weiter. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem.
Da ist Schmiere. Oder irgendwas. Da hat sie den Scanner schon in der Hand. Auf dem 3DS kommt das alles anders rüber. Ich hatte es mal bei einem Kollegen mal gesehen. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Na, sehr schön. Es ist also nicht Chris. Ist das Intro jetzt zu leise oder kommt das mir nur so vor? So, und da haben wir den ersten Fischmann. Fisch-Zombie-Mann. Und knallen wir den erstmal ab. Na, sag mal. Können natürlich auch einfach so zuschlagen. Na, mal herrliches Resident Evil wieder. Ja, ich hoffe mal, dass das Intro jetzt nicht zu leise war, weil bei mir kam jetzt irgendwie überhaupt nichts so richtig an. So, das war jetzt der Anfang. Und dann fangen wir erstmal richtig an mit der Episode 1 in die Tiefe. Das Ganze spielt auf einem Schiff, der sogenannten Zenobia. Manchmal kommt man sich halt vor, als ob man irgendwo in Resident Evil im Herrenhaus ist. Nicht Irrenhaus, sondern Herrenhaus. So, wegen Spoilergründen werde ich das jetzt einfach mal überspringen. Will ja nicht zu viel zeigen. So, hier gibt es jetzt eine kleine Anleitung für den Genesis. Das ist unser Handscanner. Damit können wir jetzt, wie man oben sagt, die Kadaver sollen wir untersuchen. Diese matschigen Dinger, die auf dem Boden liegen. Ja, da drücken wir dann so drauf und können halten. Und können somit jetzt auch versteckte Objekte finden. Jetzt ist erstmal unsere Aufgabe, wir sollen diese matschigen Teile da scannen. War widerlich. Alle verwest. Dafür bekommen wir Punkte. Große Probe, um genaue Daten zu liefern. Ja, halt die Klappe. Die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Ja, wir bekommen dafür Punkte. Und wenn wir 100% erreicht haben, dann bekommen wir... Jill, halt die Klappe, Mann! Bekommen wir halt, wie gesagt, Punkte. Und später, wenn wir 100% haben, bekommen wir dann, ja, ein Objekt, eine Heilungspille oder so. Gibt natürlich auch versteckte Sachen, die man so finden muss. Für, ich denke mal, für einen Erfolg. So, jetzt ist es unsere Aufgabe, diese ja, Klumpen zu scannen und dafür müssen wir 100% schaffen. Wir sind jetzt gerade mal bei 27%. Das ist natürlich nicht so viel und das heißt jetzt erstmal suchen. Wo war denn noch eins? War jetzt hier noch irgendwas? Ist das schon ein Jahr her? Ja, so ruhig. Dass die mal quatschen müssen, die Leute. Da hängt auch einer. So. Hier haben wir dann nochmal Munition, ne? Den können wir auch gleich mal scannen. Wie viel haben wir jetzt? 45%. Ey, 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 ey. Das sind aber faulige Zeitgenossen hier. Toon City muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung. Aber ja, äußerst vorsichtig. So, hier haben wir auch noch ein kleines Stückchen.
48%. Oh, das ist geplatzt. Dieser Geruch, das muss das Gas sein. Was für eine Sauerei. So, 58%. Wir nähern uns unserem Ziel. Für eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Ist ja noch recht einfach so. Und ja, Granaten haben wir natürlich auch. Wir bekommen auch sowas wie eine sogenannte BOW-Falle. Das ist auch so wie eine Granate, die schmeißen wir weg und die macht einen höllischen Lärm und darauf reagieren dann die Monster. Ja, und dann versammeln sie sich drumrum und dann fliegen die dann irgendwann auseinander. Okay, müssen wir dicht daran. Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Wenn wir den Genesis-Scanner anmachen, dann sieht man unten links, unten rechts ein gelbes Leuchten. Das heißt, dass hier irgendwo noch was sein soll. Also rennen wir jetzt hier rum und ich hatte da von weitem noch was gesehen. Einen sogenannten Handabdruck. Das denke ich mal, dass das später irgendwie ein Erfolg ist und dass man irgendwie, ich weiß nicht, 100 Stück oder so sammeln muss. So, uns fehlen aber noch ein paar. 5% fehlen uns noch. Wo vermag das letzte Stück sein? Also auf jeden Fall blinkt es hier immer noch. Gelb, also müsste es hier irgendwo sein. Ne, du bist verkehrt. Ah. Das heißt jetzt, da ist jetzt irgendein Objekt. Das scannen wir jetzt. Und dann fängt es auch an zu leuchten. Und dann heben wir es auf. Und sehen wir, aha, Pistolenmunition. Aber ich bin auch schon voll. Die restlichen 8 bekomme ich nicht mit. So, und jetzt blinkt er auch nicht mehr, so wie ich das sehe. Ne? Nein, zeigt er nur an, dass da halt noch ein bisschen Muni rumliegt. Gut. Wir brauchen aber jetzt nochmal 5%. Damit wir hier dann weiterkommen. So, das Stückchen hatte ich auch schon. Und lässt sich nicht öffnen. Aha. Okay. Jetzt bin ich aber mal überfragt. Ich habe doch vorgespielt. Ach, warte mal, da oben hängt doch auch noch was. Hatte ich den schon? Ich bezahle dich nicht fürs Spielen, sondern fürs Arbeiten. Da sind die letzten 5%. Und da haben wir dann eine Heilungspille bekommen. So. Bla bla bla. Ich habe genug Proben. Gut, schickt sie mir sofort. So, da kommt jetzt mal wieder ein Intro. Und ich würde mal sagen, das Intro werde ich jetzt einfach mal getrost abbrechen und wir sehen uns dann gleich auf dem Schiff wieder. Bis gleich. Resident Evil Revelations. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay, ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. So, und herzlich willkommen zurück auf der Zenobia. Ja, hier waren wir ja ganz zuerst, wo wir dann überfallen wurden. Und hier hatten wir unten, eine Hand mit einer Waffe rausgeholt. Und dann durften wir nochmal ganz kurz in die Zeit zurückspringen oder so und uns mit dem Genesis-Scanner vertraut machen. Jetzt fangen wir hier weiter, also jetzt machen wir beziehungsweise hier weiter auf dem Schiff Zenobia. Und wir sollen Chris suchen. Unser Kollege Parker bleibt jetzt hier und untersucht ein bisschen. Können wir den da scannen? Ja, 28%. Nicht vergessen. Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Ja. Immer schön scannen, Leute. So, da soll auch noch was drin sein. Ein Objekt. Pistolenmunition. Da ist auch noch was. So, haben wir noch mehr hier? Da blinkt noch was. Macht auf jeden Fall Spaß, das Rumscannen. So. Das hatte ich schon.
Irgendwo muss noch etwas sein. Das ist der da unten. Ah, hier. War es das? Oder zählt das nicht? Nee. Sag mal. Aber den hat er doch schon. Ach so, daneben. Das muss man doch mal wissen. So. Ach, da ist auch Munition. Ja, kurze Steuerung. Mit L können wir den Scanner aufrufen. Und ja, mit links, rechts können wir dann halt uns umschauen. Mit ZL können wir halt anvisieren und ZR halt rumballern. Mit dem rechten, ich denke mal, wir haben jetzt gar keinen. Wenn wir mit der rechten, den rechten Button drücken, können wir halt unsere Handgranaten losschicken oder diverse andere Sachen, die wir dann halt gesammelt haben. Wenn wir B und nach unten drücken, können wir uns schnell umdrehen. Ist auch manchmal sehr hilfreich. Mit Y können wir nachladen. Und mit können wir auch einfach schlagen mit R, mit RZ. Gut. Wollen wir mal weiter. Wir wollen auch ein bisschen was sehen hier. Es kommt jetzt zwar überhaupt nicht gruselig. Es ist helliger Tag hier und Sonne scheint. Naja. So, gucke ich ja nochmal. Da unten liegt auch noch was. Lass es nicht wieder Pistolenmunition sein, ich bin voll. Nein, ein grünes Kraut. Ja, dafür ist dann die Taste X, wenn wir ein bisschen Leben verloren haben und wir wollen mal ganz schnell ein bisschen Heilung nehmen, können wir X drücken und dann werden wir geheilt. Oder wir können natürlich auch auf den Touchscreen drücken und können uns auch so heilen. Oder beziehungsweise die Medikit einwerfen. So. Jetzt sind wir immer noch auf der Suche nach Chris. Und ich kann auch schon mal sagen, man muss auch mehrere Teams hier spielen. Es bleibt jetzt nicht nur bei Jill und Parker. Es gibt dann auch natürlich noch andere, die wir spielen sollen. So. Und da ist Abwechslung wirklich viel. Also, ja. Viel, viel Abwechslung. Andere Szenarien, andere Gegenden. Und irgendwo ist hier ein Zombie. Zombie sage ich schon. Irgendein Wassermonster. Da ist nichts drin. Ah! Siehste. Ausweichen kann man auch. Das ist aber allerdings nicht so einfach. So, den haben wir. Den scannen wir nochmal. 14% haben wir gekriegt. Wie viel haben wir jetzt? 66. Für die ersten Spielminuten passiert nicht wirklich viel. Aber später kann ich euch versprechen, wird es immer heftiger. Die Grafik ist in meinen Augen, ja, auch nicht schlecht. Vielleicht sagt der eine oder andere, könnte man besser machen. Also mir gefällt es. Für Wii U-Verhältnisse, denke ich mal, ist es nicht schlecht. Ich habe das Ganze auch mal, die Demo, auf dem PC gespielt. Und da sieht es natürlich halt etwas besser aus. Aber nimmt sich halt nicht so viel. So, die Tür ist verschlossen. Das heißt, wir brauchen Schlüssel. Das habe ich ganz vergessen vorne. Aber ist auch egal. Nee, ist nicht egal. Gehen wir da mal hin. Da gibt es nämlich auch eine Tür. Und da brauchen wir dann einen Schlüssel mit einem Anker.
Ja, das heißt, wir müssen dann später mal einen Schlüssel suchen. Wir haben unsere, ja, nochmal kurz hier Menü, was wir so alles mit uns rumschleppen. Handbuch und Spielerhandbuch und eine Karte. Die können wir dann auch so schön drehen. Und ja, Moment, mehr haben wir jetzt hier nicht drin. So, die Tür war zu. Ja, das nenne ich mal Barbecue. So. Ah, ich sollte mal nachladen. Ich hoffe, das passt jetzt auch alles so ein bisschen mit dem Sound. Ich habe eine neue Aufnahmemöglichkeit. Ich habe mir die Elgato Game Capture HDO geholt. Und da muss man nicht mehr die Tonspur mit der, ja, mit der Videospur zusammenfriemeln, sondern man kann das alles in einer Datei aufnehmen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt soweit auch klappt. Wenn nicht, möchte ich mich schon mal vorweg entschuldigen. So, jetzt wollen wir Spielverderber sein und den Leuten ein bisschen das Essen versauen. Da krabbelt noch einer. Nochmal, können wir den nochmal schnell scannen? 28%, geh weg. Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. So, wieder 100%. Bekommen wir wieder ein bisschen Heilung. Und hier müssen wir auch noch scannen, weil da liegt was. So. Ein Crew-Quartierschlüssel. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Verstanden. Behalte ihn. Wir könnten ihn brauchen. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ich habe Chris gefunden. Komm zu meiner Position. Das Gute ist auch, ihr könnt auf residentevil.net könnt ihr euch anmelden und euch ja, das Spiel mit oder eure Konsole damit verbinden. Und dann könnt ihr euch online eure Statistiken anschauen. Und es gibt ja auch hier in Revelations einen Raubzugmodus, das heißt Multiplayer, wo ihr zusammen dann halt rumziehen könnt und ja, Monster killen, harte Monster killen. Ihr verdient dadurch natürlich auch ein paar Taler und diese könnt ihr dann halt auch in einem Shop ausgeben. Und auch könnt, ja, das könnt ihr auch bei Resident Evil Net, da könnt ihr euch dann einloggen und dann das Geld, was sich hier einnimmt, könnt ihr dann, ja, da ausgeben für Ausrüstungsgegenstände, Klamotten, denke ich mal, und andere Waffen. Und natürlich auch Verbesserungen. Verbesserungen gibt es hier allerdings auch. Die findet man dann irgendwo mal. Oh, die Wäsche ist fertig. Scannen. Na komm. Ich glaube, wenn sie noch leben, bringen sie mehr Prozent als im Todeszustand. Nicht, ne? Oder kann man die nochmal scannen? Nee, nee. So, irgendwas hatte ich hier hinten nochmal gesehen. So, wie man sieht, unten rechts ist immer noch dieses gelbe Leuchten. Sprich, hier muss noch irgendwo was sein. Das heißt, oh, zwei Sachen haben wir noch. Einmal dort und da. So.
Und jetzt hat es auch schon aufgehört zu leuchten. Das heißt, hier gibt es nichts anderes mehr zu entdecken. So, weiter geht's. Chris wartet. So, den können wir nicht gebrauchen. Da brauchen wir einen Anker für. Ja, nochmal zur Sicherheit da. Ausprobieren. Andere Waffen finden wir natürlich auch noch mit der Zeit. Nein, Gewehr. Ja, ein bisschen das Pad quälen. Quicktime-Events. Schnell scannen. Gucken wir mal hier ein bisschen rein. Ich hoffe mal, dass vielleicht doch noch die alten Resident Evil Teile irgendwie nochmal remastert werden für die Wii U. Würde mich sehr, sehr freuen. Da war ich schon dran. Erstmal ein Klatscher auf dem Hinterkopf. Das wäre mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es da auch mal wieder, ja, die alten Teile nochmal neu aufgelegt werden. In HD-Grafik und so. Aber mit Resident Evil Revelation schlägt Capcom wieder den richtigen Weg ein. Meiner Meinung nach. Ich will ja nicht genau sagen, dass der sechste Teil jetzt schlecht war. Also er hat mir auch Spaß gemacht, aber... ich bin nun mal halt ein Fan von Grusel und ich habe mich halt bei Resident Evil 6 nicht so sehr gegruselt. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu alt, um mich zu gruseln, aber vielleicht grusel ich mich deswegen weniger. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das Revelations macht das schon alles wieder richtig. Und hier kommt auch schon der, ja, Grusel-Feeling, so wie er sein soll. Gehe ich jetzt richtig? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder nach unten. Und dann schauen wir mal hier rein. Los, wir müssen Chris helfen. So, jetzt genießen wir die letzten paar Sekunden oder Minuten hier. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Aufnahme geht. Und dann werde ich nochmal was zu dem Raubzug-Modus zeigen. Chris! Chris? Was ist das? Super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine. Ja, somit haben wir diese Episode hinter uns gelassen und wie man auch hört, ist das komplett in Deutsch und ich finde mal, dass die deutschen Synchronsprecher hier mal, ja, nicht schlecht sind, haben gute Arbeit geleistet und es gibt wesentlich schlechtere Synchronsprecher bzw. schlecht synchronisierte Spiele, aber hier kann man sagen... Hier ist es gut. Gefällt mir. Ich werde das doch nochmal sagen. Okay. Ich werde jetzt nochmal kurz das Gamepad zeigen, was man da für Möglichkeiten hat. Und da werde ich dir mal sagen, da sehen wir uns gleich wieder. Resident Evil Revelations. Jetzt sind wir mal ganz kurz zurück hier. Ich werde jetzt mal kurz ein neues Bild einblenden. Und zwar zeige ich mal ganz kurz die Möglichkeiten, die man auf dem Wii U Gamepad hat. Hier sehen wir zum einen, auf der rechten Seite können wir unsere Waffen auswählen. Sehr schön.
Wir können hier auf der linken Seite, können wir hier unsere Granaten auswählen und BOW-Falle und etc. Und unten können wir, wenn wir verletzt sind, unseren Pflasterkasten benutzen. Was auch natürlich cool ist noch, wenn wir Plus drücken, können wir hier unten, so ein kleines Symbol, da können wir switchen. Können wir jetzt sagen, wir möchten jetzt einfach nur komplett über den Fernseher spielen. Und dann haben wir unsere Minimap oben rechts und wie viel Gesundheit wir an Tabletten haben, sieht man dann da drunter. Gehen wir wieder zurück oder ein weiter und sagen einfach, wir möchten jetzt komplett auf unserem Gamepad zocken. Jetzt ist natürlich kein Ton da. Aber ist auch eine feine Sache. Sieht natürlich dann von der Grafik her wieder etwas feiner aus. Und ja, und die Frau kann dann jetzt ganz gemütlich ihre Traumhochzeit gucken. Aber wir sind Spielverderber, wir wollen auf dem großen Fernseher zocken. So, ja, so viel zum Thema das Gamepad, was man so sieht. Natürlich können wir da auch eine Kamera sehen. Eine Kamera sei schon eine Map. Hier oben haben wir noch Menü und dann können wir auf dem Fernseher jetzt halt unser Menü durchstöbern, was wir wovon noch viel, haben. Wie viel Schuss, wie viel Pflasterkasten, Schlüssel und alles Mögliche. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir das Video erstmal aus und tapseln noch ein bisschen mit Chris rum und seiner Schnalle. Da ist mir jetzt leider der Name entfallen. Und schauen uns mal hier ein bisschen um, was es hier noch so zu tun. Wird auf jeden Fall ein langes Tom spielt. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! So, auf zur Absturzstelle. Es macht wirklich richtig viel Spaß, das Game. Klare Kaufempfehlung. Schleim. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Also, man muss auf jeden Fall immer viel scannen. Denn so finden wir dann halt unsere Munition. Also Munition liegt auch hin und wieder so irgendwo rum, ohne dass man da großartig scannen muss. Aber ja, man findet halt dann auch andere nützliche Dinge. Da haben wir nochmal Pistolenmunition. So, jetzt nehmen wir unseren Genesis und scannen ihn mal. Und da sehen wir, aha, der hat hier ein Objekt. Und da haben wir den Flugplan. So. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Balkoin-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Durch die Mine gehen. Okay, gehen wir durch die Mine. Ist hier noch irgendwas? Nope. Okay. Gehen wir dann durch die Mine. Hier haben wir dann auch mal Kisten. Da kloppen wir einfach mal gegen und sammeln die schönen Sachen auf. So. Grünes Kraut. Jessica, ich brauche immer gut. Warte, ich bin gleich da. Jessica ist sie, genau. Also, Chris und Jessica spielen wir jetzt. Ja. Gut. Ich will euch jetzt natürlich den Spaß nicht nehmen und jetzt ganz viel zeigen oder spoilern. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss und dann werde ich noch mal ein bisschen was zu den Raubzugmodus zeigen. Und dann soll es das dann auch erstmal gewesen sein. Okay, ich mache jetzt hier erstmal beenden und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Resident Evil.
Revelations. Gut, jetzt sind wir im Raubzugmodus. Wir können das Ganze solo spielen oder halt auch Netzwerk. Und verfassen Sie eine Kreaturnachricht. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Aber wir können jetzt hier irgendwas auf unseren Tablet schreiben. Da schreibe ich doch einfach mal, Resi ist cool. So. Absenden. Das kann man bei Miiverse auch dann jetzt irgendwie lesen, denke ich mal. So, okay. Wir machen erstmal nur ein Solo-Spiel. Ich habe da schon ein bisschen mit Jill gespielt. Hier können wir auswählen, in welcher Stufe wir spielen wollen. Also welches Level. Und dann haben wir Charaktere noch zur Auswahl, die wir halt aufleveln können. Hat auch ein bisschen so Rollenspielelemente mit drin. Hier können wir dann Chris nehmen, den Parker. Und die müssen wir dann erstmal, und die anderen müssen wir erstmal freispielen. Okay. Was haben wir noch? Waffen. Diese Waffen habe ich bis jetzt. Ich habe auch ein bisschen eingekauft. Haha. Und man kann diese Waffen natürlich dann auch noch verbessern. Wenn wir Y drücken, können wir jetzt sehen, ah, guck mal, wir haben jetzt hier noch was zum Verbessern. Also drücken wir A und knallen das einfach mal darüber und das geht nicht mehr. Okay, jetzt haben wir da eine Verbesserung drauf. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt den Shop. Da kann man dann auch hin und wieder mal reingucken, ob es dann irgendwelche tollen Sachen gibt. 223. Okay, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hydra, 22.330. Ja, warum nicht? Die kaufen wir, dann sind wir fast pleite, macht aber nichts. So, dann kann man hier auch noch Teile kaufen. Also um ein bisschen das Gewehr oder die bevorzugte Waffe aufzumotzen. Verbrauchsgegenstände kann man sich hier kaufen. BOW-Falle und Granaten. Und vieles, vieles mehr. Ich habe jetzt auch mitbekommen, es gibt dann auch sozusagen manchmal kleine, wie sagt man, Specials. Da ist es denn, was weiß ich, jetzt am 27. gibt es alles billiger. Ja, also immer mal auf Augen aufhalten. So, bevor ich jetzt hier viel Quatsch laber, werde ich jetzt einfach mal sagen, wir werden die Stufe 1 nochmal spielen. Moment. Level 2 bin ich. Stufe 1, das ist das hier. Das Ganze machen wir mit Jill und als Waffe habe ich jetzt mit hier eingepackt die Python, eine G36 und ein M3, lange Reichweite. So, auf geht's. Das Ganze können wir natürlich auch mit unseren Kollegen spielen, das kann man schön zusammen losziehen und halt ein paar BOWs plätten. Ich habe es leider noch nicht im Koop-Modus gespielt. Ich bin bereit. Ich habe leider nicht so viele Leute, die ich jetzt hier in meiner Freundesliste habe, aber vielleicht, ja, meldet sich ja einer und sagt, komm, lass uns doch mal ein bisschen zocken und Spaß haben. So, jetzt rennen wir mal hier rum und versuchen, diesen Level hier zu schaffen. Es gibt denn in jedem Level immer auch Monster, die sind halt etwas größer und etwas kleiner. So, den hat's da hingelegt. Die Python ist nicht schlecht. Wie man sieht, haben die jetzt auch ein also einen Balken, Lebensbalken. Da können wir dann sehen, wie viel Leben sie noch haben. So. Gibt's hier noch irgendwo was?
Schlüssel hatten wir eben bekommen. Ja, wie gesagt, in jedem Level gibt es dann irgendwie immer einen Gegner oder mehrere Gegner, die sind dann etwas härter. Da reicht ja nicht zweimal, dreimal drauf schießen oder drauf kloppen, sondern da muss man schon volles Pfund und etwas länger draufhauen. Beziehungsweise, oder jetzt zum Beispiel bei dem hier, der ist jetzt etwas groß und hält auch dementsprechend was aus. Also die Python, die ist gar nicht mal so schlecht. Die reißt ordentlich was weg, wenn sie nachgeladen ist. Geh weg. Der ging ja voll daneben. So, Illigas Zubehör. Da können wir denn unsere Waffen wieder mit aufmotzen. Tolle Sache. Hier haben wir erstmal ein bisschen MG-Munition. Da machen wir dann nochmal kurz eine Nachladeaktion. Und wechseln mal zu einer anderen Waffe. Die rotzt auch ganz gut. Ach man, ich kann es immer wiederholen, das Resident Evil Revelation ist wirklich ein klasse Spiel. Und ich lasse mich immer wieder verleiten, irgendwas zu sagen, um mich abzulenken. Ah! Nimm das, du! So. Alles aufsammeln. Oh, Granate. Das ist eine Schockfalle, ne? Wählen wir das mal aus. Wie gesagt, auf dem Touchscreen können wir dann auswählen, welche Handgranate wir nutzen wollen. Und dann halt mit der rechten, nennt man die Button-Taste, ja, da können wir dann unsere Granate werfen. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir lang müssen. Hier geht's nicht weiter. Ich kann allerdings gleich mal gucken, vielleicht kann man ja doch noch mal ein Online-Match kurz machen, wenn wir das hier erledigt haben. Oh, die sind böse. Die ballern. Ja gut, die tun jetzt nicht mehr so doll weh, weil ich bin ja auch schon Stufe 2. Ah, Grünzeug. Da ist doch irgendwas. Ah! Ein kleiner. Hahaha. Ausgewichen. Das hat immer gut geklappt. So, jetzt geht's aber hier. Nimm das. Ja, nichts geht über eine schöne Schrotflinte. Okay. So, hier oben ist eine Tür. Dann gehen wir jetzt mal durch. Noch mal schnell gleich ein Online-Match machen können, wenn wir da jetzt irgendwelche Leute finden können. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Ich schlimmer. So. Munitione. Nochmal Munitione. Schrotmunition. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen leeren Schrank. Hat er mich eigentlich erwischt? Das, keine Ahnung. Ich werde einfach mal was, bisschen Kraut zu mir nehmen. So. Wollen wir den nochmal erledigen? Oh, lass dich doch nicht so durchhängen, Mann. So, den haben wir. Ey! Dann nehmen wir mal unsere Python. Also echt, die reißt sowas von was von weg, Mann. Die ist richtig cool. So, da oben haben wir was. Immer Augen aufhalten. Es gibt immer irgendwelche Bonus-Sachen, die man anschießen muss. So. Und das heißt jetzt hier Ende des Levels. Da gehen wir dann ran. Und knallen gegen. Und dann haben wir unser Level geschafft. Okay. Das wäre geschafft. Ja. Das wäre geschafft. Prima. So. Und so werden wir dann immer wieder mehr unsere Erfahrung suchen. Also, beziehungsweise Erfahrung sammeln, Geld sammeln und immer Level für Level aufsteigen. Dann kriegen wir unsere Belohnung, Metalldetektor, nehmen wir mit. Und jetzt werde ich einfach mal schauen, ob wir doch mal irgendwo einen netten Mitspieler finden. Die Batterie des... Oh,
Aber das macht ja nichts. Ich habe vorgesorgt. Ich habe ja hier mein... Also echt, Nintendo, da hättet ihr euch was Besseres einfallen lassen können. Die halten ja überhaupt nicht. Also beziehungsweise der Akku hält ja überhaupt nichts aus. So, wir versuchen mal ein Netzwerkspiel. Es wird eine Verbindung zum Nintendo Network hergestellt. Bitte warten. Gut, wir warten mal. Verbindung erfolgreich. Mal sehen, wie das jetzt hier läuft. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert. Schnelles Spiel beitreten. Hier machen wir mal ein schnelles Spiel. Sitzung wird gesucht. Sitzung wurde beendet. Die Suche wurde beendet. Okay. Alles klar. Andy Mac. Sailor. Sailor irgendwer. Stufe 3. Mannschaftsquartier. Gehen wir da mal ran. Die Sitzung, der Sie beitreten möchten, ist bereits voll. Na, was soll denn das? Komm schon. Sitzung wird beigetreten. Stufe 6 ist der. Ich bin noch viel zu klein dafür. Aber das ist einfach nur mal so, um zu zeigen. So, ich nehme Jill. Ich behalte einfach so die Waffen bei. Prima, es geht los. Ja, also so schnell geht es. Einfach mal kurz suchen und dann ist man auch sofort online und kann mit irgendwelchen anderen Menschen spielen. Geh mir aus dem Weg. Ich bin bereit. Jetzt hier etwas zu groß für mich. Ich bin Level 3. Oh. Sehr schön. Oh, er hat Glück gehabt. Oh, gib mir das. Weiter geht's. Ich denke mal, auch nach diesem Match soll es das gewesen sein mit Resident Evil Revelations. Auf jeden Fall könnt ihr euch das getrost zulegen. Es macht richtig viel Spaß. Und wer das für die Wii U hat, mich einfach anschreiben. Und vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen online zusammen zocken. Ah, man kann nicht zusammen durch die Tür gehen. Ach, hat er schon rausgeholt. Okay, zählt für uns mit. Mann, ist er flink. Ich komme gar nicht hinterher. Mensch, warte auf mich. Ich bin alt, ich kann nicht mehr so schnell. Oh. Pistolenmunition ist alle. Also wenn wir mal ein bisschen unseren etwas größeren Boomer nehmen. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich nur vertippt. Fail. Nimm's leicht. Ich bin eine Frau. Man kann mir, verzeih mir. So. Wo ist er hin? Hat er Rollschuhe an oder warum ist er so schnell? Ich komme ja schon.
irgendwie hat es da eilig. Es gibt natürlich auch so Mitspieler, die sind wirklich einfach nur schnell, durchrennen ohne Ende. Ich gehöre ja mit zu den Leuten, die gucken schön. So, hier ist ein schöner kaputter Schrank. Eine Fahrstuhltür. Ach ja, ach herrlich. Jetzt macht er wahrscheinlich unten alles kaputt. So. Können wir eigentlich auf unsere Karte zugreifen? Nein, können wir nicht. Beziehungsweise, ich habe ja eine Karte hier vor meinem Gesicht. Ha! So, da ist er. Oh, du hast gewartet. Danke. Stufe 8, Mann. Ist noch viel zu groß für mich. So, irgendwo war doch hier noch einer, da wollte mich doch eben angreifen. Oh, das ist ein großer. Ja. Ich habe hier so gut wie gar keine Chance. Oh, ich werde wahrscheinlich gleich dahin siegen. So, schmeißen wir auch nochmal eine Strömbombe. Lass mich los. Danke. Nein, was? Ich komme immer durcheinander mit diesen. Mit den Tasten. Wir drücken A. Tralala. Ja, immer auf die Kleinen. Ja, ich bin gleich weg. Oh, da kommt noch einer. Ja, es wird auf jeden Fall richtig hart hier. Ich brauche Muni. Lad nach. Ach, das war's, glaube ich. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ja, sorry. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu klein für diese großen, großen, bösen Monster hier. Aber ich bekomme da trotzdem noch ein paar EP. Sehr schön. Okay, liebe Leute. Das soll es denn jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr so viel Geduld hattet und euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht und natürlich hoffe ich auch, dass es mit der Technik soweit funktioniert hat. Ansonsten entschuldige ich mich hierfür. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Capcom für das Bereitstellen von Resident Evil Revelation. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Und mein Fazit dazu ist, Leute, ihr könnt losgehen, mit ruhigem Gewissen könnt ihr dazugreifen, egal für welche Konsole. Ich spiele das jetzt auf der Wii U und mir macht das hier Spaß. Ich habe die Demo auf dem PC gezockt und da hat es mir auch Spaß gemacht, die Demo. Und ich denke mal, auf der Xbox 360 und der PS3 wird es ebenso viel Spaß machen. Gut, das soll es jetzt wirklich erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt erstmal mich ein bisschen entspannen und heute Abend wieder weiter Resident Evil Revelations weiterzocken. Gut, dann würde ich mal sagen, bis dann, bis die Tage und tschüss.